Dieser Mann macht so viele bunte Projekte. Das aktuelle ist das Katzenhuhn. Zum Heldsein ist es nur ein Katzensprung. Aber vor allem hat er Menschen beigebracht, wie man O und E ausspricht, wenn über dem E zwei Punkte sind. Herzlich willkommen, Bernhard Hohecker. Wie geht's dir und wo bist du? Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße in die weite Welt des Internets und alle, die das sonst wie irgendwie wahrnehmen. Ich bin gerade in Hamburg zwischen zwei Quizshows, also zwischen zwei Wer weiß denn sowas? Und jetzt die wichtigste Frage, mir geht es gut. Sehr gut. Das Katzenhuhn. Bevor wir über alles andere sprechen, habe ich dazu natürlich gefühlt 1 Milliarde Fragen, aber ich stelle nur 3. Warum hast du dich für diese Mischung von Tieren entschieden? Weil es hätte ja theoretisch auch ein Hundbär sein können. Das stimmt, ein Hundbär oder... Genau, also als wir dieses Kinderbuch geschrieben haben, wollten wir einen Superhelden schaffen für Kinder. Und dann ist es natürlich schön, wenn die Kombination... Zwei Tiere sind, die möglichst weit voneinander weg sind. Jeder, der Hühner im Garten hat, weiß, die sehen ein bisschen stumpf aus, was sie eigentlich gar nicht sind, aber sie haben so ein bisschen dieses Rumlaufen und ein bisschen Rumgackern. Und die Katze ist natürlich der größte Feind, mit einer der größten Feinde des Huhnes, weil die gern mal, ich sage mal, auch nahrungsmäßig im Hühnerstall unterwegs sind. Und somit war es natürlich wunderschön, diesen kleinen, schwachen Hühnerkörper zu nehmen und ihn mit einem Katzenumhang zu besetzen und ihm dann auf diese Art und Weise zu einem Superhelden werden zu lassen, der auf dem Bauernhof unfassbar viele Abenteuer erlebt. Aber wie muss ich dir das vorstellen? Du sitzt mit Eva von Mühlenfels zusammen und ihr würfelt dann, was es werden könnte? Oder wie entstehen eure Geschichten? Ja, also das Lustige bei kreativen Ideen ist, dass man gar nicht so genau weiß, wie ist man da eigentlich drauf gekommen. Das ist auf einmal entstanden. Wir hatten irgendwann keine Ahnung. Vielleicht haben wir einen Huhn gesehen, das von einer Katze gejagt wurde und dachten uns, wow, jetzt dreht es sich um und miaut und fanden das irgendwie lustig. Und irgendwann beim Überlegen, welchen Held wir haben wollen, waren wir natürlich bei Bauernhoftieren, weil wir die Bauernhofwelt, eine wunderschöne Welt finden. Und dort ist dann halt das Huhn als quasi das Schwächste und die Katze als starkes Tier irgendwie mal aufgetaucht. Und als wir einmal beim Katzenhuhn waren, sind wir da auch nicht mehr von weggekommen. Das einzige Problem bei dem Titel ist leider, ich weiß nicht, ob sie es schon geändert hat, aber wenn man Katzenhuhn googelt bzw. kaufen möchte, kriegt man leider... nicht das Buch. Man bekommt erstmal Katzenfutter mit Huhngeschmack, was ich leider ein bisschen bitter finde. Also sollte der Verkauf von Katzenfutter mit Huhngeschmack steigen, es liegt an mir und an Eva und an Dominik. Es liegt an euch und an Timme, denn so heißt dieser Held. Und der hat einen besten Freund, das ist Max, der Maulwurf. Ist auch der Einzige, der so ein bisschen Bescheid weiß auf dem Hof. Und es geht ja direkt ganz dramatisch los, weil ein ganz kleines Lebewesen, ich möchte nicht verraten, welches, zu ertrinken droht. Ja. Habt ihr euch selber so ein Limit gesetzt, wie dramatisch ihr werdet? Weil es ist ja ein Vorlesebuch schon für Kinder. Das ist eine wirklich interessante Frage, weil ich habe als Kind immer Jerry Cotton gelesen. Allerdings nicht als 7-Jähriger, sondern so eher so mit 19, 11, 12. Und manchmal habe ich dieses, es war eine dunkle Nacht, die Schritte, die auf ihn zukamen, waren nicht wirklich klar zu erkennen. Das Herz schlug ihm bis zum Hals und er wusste nicht, ob er diese Nacht überlebt. Solche Sätze werden von einem Verlag, gerade von einem Kinderbuchverlag, gerne mal gestrichen. Aber wir vertrauen da so ein bisschen auf unser Gefühl und wissen, wenn man etwas macht, was sehr spannend ist, dann darf der Bogen nicht sehr lange sein. Also es gibt so eine Stelle, da sitzt Timme auf der Mauer, weil das Tor offen ist und nachts ein Ungeheuer, ein fremdes Wesen über den Hof geht. Und er sitzt auf der Mauer und dann kommt es auf ihn zu. Und der Teil, wo er nicht weiß, was da auf ihn zukommt, das sind so zwei Seiten. Der Rest des Kapitels, da geht es dann auch um Freundschaft, um Vertrauen, um Zuhören, um gemeinsames Helfen und solche Dinge. Die spielen natürlich eine größere Rolle. Aber ich selber mag es halt auch, wenn es ein bisschen gruselig wird. Aber es ist aushaltbar. Also wir hatten jetzt eine Lesung und ich muss sagen, die Eltern hatten Angst, die Kinder fanden es entspannt. Wie immer. Alles wie immer. Genau. Wie würdest du die Evolution deiner Haare beschreiben? Das ist eigentlich optimal gelaufen. Ich hatte sie als Kind, damit mir andere drüber streichen konnten. Ich hatte sie als Jugendlicher noch, um Eindruck zu schinden, aber ich hatte sie dann schon sehr früh nicht mehr, was mich schon mit 17 sehr, sehr erwachsen aussehen ließ. Und auch jetzt bin ich ehrlich gesagt ziemlich froh drum. Ich finde auch generell, egal mit wie vielen Haaren, eine Frisur muss so gestaltet sein, dass die Haare nach dem Duschen auf dem Weg zum Handtuch schon getrocknet sind. Dann ist es die optimale Länge. Ich habe nämlich den Moment verpasst, als die Seiten verschwunden sind. Und habe letztens gesagt, da, jetzt ist es, wo ist es passiert? Wann bist du Bruce Willis geworden? Ja, das war am Wochenende. Da habe ich mal wieder, weil ich jetzt eine längere Zeit unterwegs bin, gibt es dann immer mal so Zeiten, da rasiere ich die. Ich glaube, auf 1 Millimeter oder 2 Millimeter sind das. Also es ist genau, wenn man es genau, ein bisschen ist noch da,
Ja, so ein Schatten. Aber das wird dann mehr, damit, wenn die Zeit rum ist, die nicht zu lange sind. Ich will ja keinen Spliss kriegen und dann verfilzen die, wenn man nicht aufpasst, nach 2-3 Wochen. Und das, wer kennt das nicht? War das schlimm, als 17-Jähriger schon so erwachsen auszusehen? Nee, also es war natürlich, also das, sagen wir mal so, das mit den Haaren war immer gut für einen Gag, hat mich nie gestört. Ich fand es immer schon praktisch. Aber es gibt eigentlich kaum noch Witze, die neu sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mache dann immer ein fröhliches. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch ein Zeichen von Männlichkeit, das muss man schon sagen. Also hormonell bin ich bis hierhin sehr männlich. Hier wird es dann schwach, also der wächst, also das ist ungefähr dieselbe Zeit, die auch die Haare brauchen, um zu wachsen. Und wie es dann weiter unten weitergeht, das denke ich, ist ein privates Geheimnis. Und wer sich das mal live angucken will, auch so das private Nicht das private Geheimnis, genau. Der hat ja die Gelegenheit bei der Morgen war gestern alles besser Tour und ich finde, du hast damit einen Titel geschaffen, dass wirklich gar keiner weiß, worum es gehen könnte. Magst du es ein bisschen entmystifizieren, bitte? Ja, ich bin, glaube ich, was Titel angeht, nicht so geschickt, weil Morgen war gestern alles besser, finde ich ein super Titel. Regt zum Nachdenken an, führt aber nicht dazu, dass die Leute sofort sagen, wow, ich weiß, was es ist, da gehe ich hin. Morgen war gestern alles besser, da geht es darum, es geht doch diese Leute, die sagen, früher war alles besser. Und das heißt ja, dass dann morgen heute alles besser war. Also morgen war ja dann, ist ja heute das Gestern. Also ist ja heute besser als morgen. Da kann ich mich auch freuen. Ist ja morgen alles besser. Also morgen ist ja dann heute. Also verstehst du? Und es geht so im Prinzip um diese Wahrnehmungsverzerrung. Warum denken wir, dass früher alles besser war? Auch wenn objektive Zahlen in den meisten Kategorien eine andere Sprache sprechen. Und das ist ja das, was ich liebe. Dieses etwas anderes, dass man etwas anderes denkt und fühlt, als die Realität einem gibt. Und dass man sich das immer klar sein. Dass man sich darüber immer klar sein muss. Okay, glaubst du, dass ich jetzt einen Eindruck davon habe, worum es in deiner Show geht? Es geht, nein, glaube ich nicht, das stimmt. Ich habe das Überthema beschrieben, aber es geht, genau, es geht darum, um so Dinge wie, warum verklären wir die Vergangenheit? Was bringt die Zukunft zum Thema modernes, selbstfahrendes Auto, rede ich. Ich rede über Gehirn, warum wir uns was merken und aus welchen Gründen. Ich bin ja immer so ein bisschen wissenschaftstheoretisch unterwegs und liebe das. Ich singe aber auch mit den Leuten Geburtstagslieder und ich sag mal so, 40% entstehen eher am Abend selber. Also ich frage, wie geht's euch? Was habt ihr gemacht? Was gibt's toll hier im Ort? Das klingt sehr, sehr gut. Alle Tourdaten gibt's auf der Homepage von Bernhard. Wir springen ein wenig zurück. Wir verklären nicht die Vergangenheit, aber ich möchte natürlich mit dir über Switch reden. Oh ja. Es ist nicht lange her, da war die fantastische Petra Nadolny hier zu Gast. Oh. Ja, sie ist ziemlich großartig. Und auch sie hat nur Liebe eben für dieses Format. Was fühlst du bei dem Wort Switch? Ja, also es ist ein fantastisches Format und ich empfinde nur Heimatgefühle damit. Wie nach Hause kommen oder wie wenn man, wie wenn man einfach an sein Zuhause denkt, an die schönen Dinge, die man zu Hause hatte. Ich habe in der Zeit erstmal total viele nette Kollegen kennengelernt. Viele davon haben Fernsehen auch zum ersten Mal gemacht oder haben dann quasi, waren so in ihren Anfangszeiten, sodass man so eine gemeinsame, wir schaffen das, so ein Gefühl aufgebaut hat. Und ich habe unfassbar viel erlebt und gelernt, weil ich habe seitdem im Fernsehen, glaube ich, nichts mehr gemacht, was mich rein von dem Abläufen und von der Technik überrascht hat. Wir haben ja von einfachen, wir stehen am Tisch und reden in einen Prompter, bis hin zu filmischen Szenen mit großen Aufnahmen, mit Totalen und 17 Mal dasselbe sagen. Habe ich quasi alles schon gemacht. Ich muss sagen, meine Lieblingsfigur von dir war tatsächlich Thomas Gottschalk. Ach ja, hier, also mein Lieber, das ist ja nun, man soll mal sagen, Böbling hier, der Bürgermeister, ich weiß. Das war auch lustig, weil ich hatte immer nur einen ganz kurzen Text, hab den aber sehr viel länger gesprochen. Da hieß es dann nur, guten Abend. Ja, hier, also mein Lieber, guten, ich sag mal so, hier, Abend, Böbling, Bürgermeister, Abend auch. Und das war sehr lustig. Und bis heute beneide ich dich darum, dass du mit einer der für mich witzigsten Frauen im deutschen Fernsehen zusammenarbeiten durftest. Ich bleibe beim Original. Wäre es Switch Reloaded, müsste ich mich auf Martina Hill beziehen, aber ich meine im Original. Und sie war auch kurz bei Reloaded dabei, Mona Scham. Ah, ja, eine wirklich sehr, sehr, die wirklich ganz am Anfang dabei war. Auch damals, auch die war mit der meisten Fernseherfahrung, weil sie beim WDR schon ganz viel gedreht hatte. Und natürlich, da sie auch geschrieben hat, sehr viel Einfluss hatte auf die Art von Switch, die es damals gab. Und es schadet nie, wenn nicht nur Leute wie ich dabei sind, die auch gerne mal den bequemen Weg gehen. Also es war wundervoll, wer von euch noch nie was von Switch oder Switch Reloaded gehört hat, begebt euch auf YouTube auf Suche, ihr werdet etwas finden. Wir springen in die Gegenwart. Seit 2014 bist du schon bei Kaum zu glauben dabei. Ich habe den Eindruck, es ist sowieso schwer, Quizformate zu finden, in denen Bernhard Hoeker nicht dabei ist. Ja, das Schöne ist, dass der Kai mich irgendwann mit so Wer weiß denn sowas genommen hat und dann auch mit Kaum zu glauben. Und dann war ich auch schon bei Klein gegen Groß und es gab ein Wochenende, da wurde alles hintereinander gesendet. Und das war so richtig das Kai und Bernhard Wochenende. Das war sehr, sehr lustig. Und naja, es gibt zwei Gründe, warum ich noch dabei bin. Einmal, das Format funktioniert, die Leute haben Spaß. Ich habe Spaß und ich habe unfassbar nette Kollegen, mit denen da, also ich sehe die ja dauernd
Und es ist überhaupt nicht schlimm. Es macht einfach Spaß. Man unterhält sich, man tauscht sich aus. Wie waren die Ferien? Wie werden die Ferien? Also man redet darüber, wie morgen, gestern alles besser war. Und viel abhängen tust du natürlich auch mit Wiegald Boning. Deswegen frage ich mich, wann ist der eigentlich bei den ganzen Formaten neben dir? Der hat ja mit Genial daneben, als er dann auf meinem Stuhl gelandet quasi. Und ich habe natürlich mit ihm da so ein fassbar großes Glück, dass ich mit ihm auf der Bühne stehe. Und das Format ist, wenn ich ganz ehrlich bin, mein liebstes Bühnenformat, weil wir einfach nur auf der Bühne stehen und dem Motto gute Frage nach einfach sagen, so Leute, hat jemand eine Frage? Und dann gibt's alles von den klassischen, ich nenne sie jetzt mal Talkshow-Fragen, ne? Wie habt ihr euch kennengelernt, kommen die Doofen wieder, was ist mit Samstagnacht, wie ist der Elton so privat, bis hin zu den Quatschfragen, warum ist die Banane krumm, so was man kennt, aber dann auch wirklich Fragen so, was haltet ihr von Organspende und so, also wo man wirklich nachdenken muss, habt ihr auch Angst vor der Zukunft, also wo man wirklich so ein, also auch eine Haltung haben muss, was jetzt bei der krummen Banane so ein bisschen wurscht ist. Hat schon mal einer gefragt, was du mit der 500.000 gemacht hast, die du bei Günther Jauch gewonnen hast? Nee, das stimmt. Ganz ehrlich, das ist eine Frage, ich sollte selber mal darüber nachdenken, was ich mit denen gemacht habe. Na, es ging damals, das war, glaube ich, der große Spendenmarathon und das ging in den großen Topf des Abends. Ansonsten hätte ich es meiner Stiftung Kipkel gegeben. Da landen so die großen Sachen. Die kleinen Sachen gucke ich, würde ich manchmal auch ein bisschen kleineren Verein geben, aber die großen Sachen sind in so einer Stiftung echt gut aufgehoben. Da bleibt's, da kommt's nicht weg. Da passt einer auf, räumt immer mal wieder die Sachen auseinander und fordert durch. Was tut deine Stiftung? Also Kipkel ist eine Stiftung aus Hahn in der Nähe von Düsseldorf und die heißt ausgesprochen, kümmert sie sich um Kinder psychisch kranker Eltern. Wenn dem nämlich Eltern oft natürlich, wenn sie psychisch krank sind, versorgt werden, man kümmert sich um sie, sie haben eine medizinische Betreuung, sind die Kinder oft diejenigen, wo es immer nur heißt, ach, das ist der von der bekloppten Mutter, von dem bekloppten Vater. Aber die haben ja selber auch ihre Probleme und dieser Verein kümmert sich um diese Kinder, damit sie einen Ansprechpartner haben, dass sie Möglichkeiten haben, kunsttherapeutisch mit ihren Problemen umzugehen und vor allen Dingen, dass sie wissen, sie sind nicht alleine. Weil das ist oft das Hauptproblem, dass sie sich zu Hause alleine fühlen. Toll, dass du das machst. Hast du für dich ein persönliches Ende schon gesetzt für wer weiß denn sowas oder ist das etwas, bei dem du dich noch in 140 Jahren siehst? Ja, ich würde mich allein deshalb schon in 140 Jahren da sehen, weil dann hätte ich noch 140 Jahre vor mir und ganz ehrlich, das wäre das Geilste, was es gibt. Also ich muss gar nicht dieses Sterben machen, das ist gar nicht, ich kann auch erstmal weiterleben. Irgendwann wird es aufhören, das weiß ich, aber es gibt keine Pläne. Also ich mache das, solange es Spaß macht. Es hängt natürlich immer darauf ab, wenn die jetzt anfangen und sagen, auf einmal wir drehen 365 Tage im Jahr, dann wäre es mir was viel. Wenn die sagen, einmal, würde ich sagen, ganz ehrlich, das kann ich immer machen. Also einmal im Jahr nach Hamburg fahren, das mache ich immer. Davon hängt es ein bisschen ab. Dann hängt es davon ab, wollen die Leute einen sehen? Weil irgendwann ist man vielleicht auch für die Leute langweilig. Also ich selber habe auch viele Sachen gesehen, wo mir irgendwann die Gesichter so ein bisschen, warum soll ich da anders sein? Aber solange es den Leuten gefällt, solange es mir Spaß macht, bin ich dabei. Also diesen Mann könnt ihr an vielen Plätzen sehen, ihr habt einige gehört, aber wenn ihr mal lesen wollt, was er so macht, dann bitte gönnt euch das Katzenhuhn zum Heldsein, ist es nur ein Katzensprung, ein Vorlesebuch, wirklich, wirklich unterhaltsam, ich habe mich gut amüsiert. Spannend für Erwachsene, also Kinder können das, aber Erwachsene müssen echt gucken, dass das Licht an ist. Ich freue mich, dass er da war, Bernhard Hoecker zu Gast in der Web-Talkshow, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich danke dir für die Fragen und alles Gute und ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Ich danke dir und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal unbedingt sagen wolltest und Bernhard, heute ist der Tag. Aber du hast noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, wenn Leute zu euch sagen, konzentriere dich mal nur auf ein Ding, dann schüttelt bitte mit dem Kopf und geht höflich weiter. Weil stellt euch mal vor, Bernhard hätte sich nur auf ein Ding konzentriert. Was wäre das gewesen? Zu wenig. Deswegen macht so viel, worauf ihr Lust habt. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Ich bin Nico Gutjahr und jetzt die heutigen Abschlussworte von Bernhard Hoecker. Bis dann. Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, ich wünsche euch, dass ihr euer Katzenhuhn in euch findet. Es geht nämlich darum, dass die Kraft, die übersinnlichen Fähigkeiten, die man hat mit einem Spider-Man-Kostüm oder was auch immer, eigentlich kommt die Kraft und die Energie aus einem selber. Und jeder hat in sich diese Kraft. Und das Schwierige ist nur, diese Kraft zu finden, dazu zu stehen und den Mut zu haben, einfach rauszugehen. Improvisiert euch durchs Leben. Geht raus, glaubt an das, was ihr denkt und habt keine Angst vor der Zukunft. Denn gestern war es ja dann wieder besser. Das ist lustig, man kann dauernd Bezug nehmen. Nein, glaubt an euch selbst. Alles Gute!